Hello everybody! Na, wie geht es euch, ihr Lieben? Schreibt mal was in den Chat, ob ich gut zu hören und gut zu sehen bin. Ich brauche den Check hier, den Check, ob alles gut ist vom Internet her. Ich hoffe, es hält. In diesem Hotel ist das Internet nicht so gut wie bei mir zu Hause. Alles super, danke Monika. Wie geht es euch? Habt ihr mich vermisst? Wir machen nur noch alle 14 Tage mittwochs live. Während die anderen reinkommen, baue ich mal noch den Stream auf für die Facebook-Gruppe, dass man uns dort auch sieht. App ist nicht aktiv, das ist ja interessant. Wieso ist die nicht aktiv? Das geht doch sonst immer. Moment, nochmal zurück. Probieren wir nochmal. Bitte, ich möchte in die Facebook-Gruppe. Nee, App ist nicht aktiv. Diese App ist momentan nicht verfügbar, sagt Facebook. Antje, bist du da? Kannst du drüben mal Bescheid sagen? Kannst du in der Facebook-Gruppe Bescheid sagen, dass die alle mal rüber in Zoom kommen sollen? Das ist lieb. Dankeschön. Ihr Lieben, na, wer von euch hätte auch Lust, in so einem schönen Hotel eine Detox-Kur zu machen? Schreibt mal eine Eins rein. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich sag's euch, während alle da draußen sich mit Süßigkeiten und Alkohol vollstopfen, was sicher lecker ist und ein Riesengenuss, verzichte ich gerade auf all das und ernähre mich nur von Avocado, Ziegenkäse, ein Dinkelbrötchen und ab und zu bekomme ich Gemüse. Und ich sage euch, das tut so gut, das tut so gut. Ich bekomme jeden Tag mindestens zwei, drei Behandlungen, wunderschöne Massagen, Algenpackungen in der Schwebeliege und gehe viel wandern. Also heute war ich ganz, ganz toll wandern in einem Gebirge. Das ist direkt hinter der Haustür vom Hotel im Anaga-Gebirge. Und das schaut aus wie bei uns im Norden von La Palma in El Tablado. Ein Traum. Du tauchst sofort ins Paradies ein. Und die erste Woche hätte ich gar nicht so viel Kraft gehabt, weil ihr wisst ja, wie das ist, wenn man dir den Magen ausleert. Nein, den Magen nicht, aber den Darm. Ich mache eine FX-Meyer-Kur. Da hast du auch die Hydrokolon-Therapie dabei, dass du Einläufe bekommst und erstmal alles loslässt, was eine wundervolle Erfahrung ist. Und da hast du nicht so viel Kraft, ja? Und ich bin im Punto de Hidalgo, Regina. Und wenn du nicht so viel Kraft hast und auch nicht mehr die ganzen Themen, die da drin sind, die da hier gespeichert sind im Bauch, die man so schluckt über die Monate, fühlt man sich schlagartig viel leichter. Aber wenn man richtig durchgespült wird, kommt auch das ganze Zeug nach oben, was sich festgesetzt hatte, von dem du denkst, oh, ich habe gedacht, da bin ich schon durch. Oh, das ist ja interessant, was da jetzt wieder passiert. Und was glaubt ihr, wie ich damit umgehe, wenn bei mir was hochkommt? Und ja, ich bin auch so. Also die Stimmung war von oben himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, aber nicht viel, also nicht viel Tiefe dabei. Was glaubt ihr, was habe ich gemacht? Also wenn so ein Schwupp kommt, was macht ihr? Ihr wart ja schon im Heilmagie-Intensivkurs, ihr folgt mir schon länger. Was macht ihr, wenn ihr detoxt? Wer von euch hat schon mal eine Detox-Kur gemacht? Schreibt mal eine Eins. Nicht so viele heute. Also man detoxt ja alles, ne? Das auf der mentalen Ebene, körperlich und auch geistig. Also auch seelisch. Und Intervallfasten ist auch fein.
die Situation annehmen, genau. Also wenn etwas hochkommt, dann habe ich mich einfach dem Ganzen hingegeben, so wie im freien Fall, was wir im Heilmagie-Intensivkurs auch gemacht haben. Ich habe die Emotion einfach hochkommen lassen. Und was dieses Mal sehr spannend war, also ich war müde, ein bisschen erschöpft einfach von diesem krassen Jahr, das wir hinter uns haben. Und ich war müde, erschöpft und habe ganz viel geschlafen und habe es im Schlaf reguliert. Und das Interessante war, als ich komplett leer war, die ganzen Schlacken weg waren, hat sich am schnellsten die Dankbarkeit eingestellt. Eine totale Dankbarkeit. Ich saß hier, habe aufs Meer geschaut und habe nur geweint. Ich habe nur geweint. Ich habe so viel losgelassen, voller Dankbarkeit für mein Team, für unsere Kunden, für euch, dass ihr immer so rege mitmacht, für dieses Leben, das ich mir hier kreiert habe auf den Inseln. Und wenn ich das sage, dreht es mich gerade schon wieder. Also mir wird gleich wieder schwindelig. Ich bin hier in einem Dauerschwindelzustand. Also ich dauerschwindelig, ständig am Transformieren, weil dieser Ort so magisch ist. Es ist unglaublich. Wirklich, ich war voller Dankbarkeit und auch für mich. Und das konnte ich vorher, für mich dankbar zu sein, konnte ich vorher nicht fühlen. Nicht in der Form. Nicht in der Form. Und was ich losgelassen habe, das ist ja lustig, wir fangen mal mit dem Jahresrückblick hinten an, oder? Was ich in den letzten Tagen am meisten losgelassen habe, ist dieses sich etwas beweisen müssen. Ich hatte die ganze Zeit immer das Gefühl, ich müsste mir beweisen, dass ich auch dazu gehöre und siebenstellig sein kann. Wie meine Kollegen, die mit mir gemeinsam das Online-Business gestartet haben. Und ich wollte es auch gerne meinen Eltern beweisen. Subtil, also das weiß ich, das kenne ich schon länger, dass ich immer gerne noch mein altes Kindheitsthema mit mir rumgetragen habe. Aber es gibt nichts zu beweisen. Das ist meine Erkenntnis vom Kopf her, weiß ich das auch schon lange, dass es nichts zu beweisen gibt im Business, also auch irgendwelche Ergebnisse erreichen zu können, denn wir sind wundervoll so, wie wir sind. Aber das nochmal zu fühlen, das wirklich auf tiefer Ebene zu fühlen, nothing to prove, dass es nichts zu beweisen gibt, dass du besser bist als jemand anderes, dass du schneller kreieren kannst als jemand anders, dass du besser sein musst als letztes Jahr. Wer sagt das? Wer sagt das eigentlich, dass man jedes Jahr seinen Umsatz steigern muss? Das setzt einen unglaublich unter Druck. Unglaublich. Und es wird suggeriert von den Online-Business-Coaches. Und ja, ich gebe zu, ich hatte das auch. Also ich habe mich oft verglichen, auch mit Kolleginnen und Kolleginnen. Und hatte so einen positiven Neid und nur geguckt, wie machen die das? Kann ich das auch so machen? Nee, ich mache das cooler. Das war mein Ansporn, aber ein Fünkchen, also mindestens 25% davon war es mir beweisen wollen, dass ich es besser kann. Und das ist ja irgendwo im Business auch. Wenn wir Leader sind, sind wir auch Gewinnertypen, ne? Also wir wollen ein Ziel erreichen. Und ich habe sehr viel Biss und ich habe auch in meinem Human Design, ich bin manifestierender Generator 6-2, habe ich drin, dass ich alles, was ich anfange, ist eigentlich untypisch für die MGs, alles, was ich beginne, muss ich auch zu Ende bringen. Und wenn du das einmal in deinem System hast, also mein Higher Self steht da voll drauf. Es ist auf der einen Seite eine Tugend, oder? Es gibt so viele Menschen, die was anfangen und nichts zu Ende bringen. Monika, du auch. Wie cool. Wer ist denn noch von euch MG62?
Wir haben das Thema, dass wir ständig was Neues kreieren müssen. Wir haben Bock drauf, ständig neue Dinge in die Welt zu bringen. Die 6-2er, manifestierende Generatoren sowieso, aber die meisten manifestierenden Generatoren fangen vieles an, bringen nichts zu Ende. Ich bringe es wirklich zu Ende. Und das bringt natürlich auch mit sich, dass man sich verheizen kann. Ne? Dass man auch den Anspruch hat, immer alles gut zu machen und auch den Kunden letztendlich so zufriedenzustellen, dass er glücklich rausgeht. Ich meine, die Intention hat wahrscheinlich auch jeder von euch. Und das ist mir jetzt gerade, dass der Kunde zufrieden ist, ist völlig klar, dass es mein Ziel bleibt. Aber ich merke, ich entwickle gerade so eine absolute Gelassenheit, auch noch mehr zu dem Satz, die Verantwortung für dein Ergebnis hast du als Kunde. Ne? Wir Coaches, wir Heiler, wir können jemanden nicht, wir können ihn nicht aufs Pferd setzen, wenn er keine Lust hat aufzusteigen. Und wir können es auch nicht für unsere Kunden tun, sie müssen sich selbst heilen. Und was wir tun können, ist den Raum halten oder die Tools mitgeben, die Werkzeuge an die Hand geben. Und ihnen immer wieder aufzeigen, wo sie ihre Themen haben, sie auch triggern. Also das ist dieses Jahr eine ganz wichtige Erfahrung für mich, dass ich dafür da bin, auch Menschen zu triggern und es ihnen auch mal unbequem zu machen, dass sie mit der Nase reingestupst werden ins Thema, das sie haben. Und das ist, wer von euch kann es bestätigen, manchmal ist es bei mir unbequem, wenn ich Tacheles spreche und sage, hey, wie lange willst du dir diese Geschichte noch erzählen? Ich habe keine Lust mehr, dir zuzuhören. Dann schalte ich auch mal jemanden stumm. Komm wieder, wenn du eine neue Geschichte dabei hast. Oder komm wieder, wenn du etwas verändert hast und erzähl mir davon. Aber so bringst du die Leute ja auch wirklich dorthin, wo sie eigentlich hin möchten. Aber entweder sie trauen sich selber nicht zu oder sie haben sich Ausreden und wollen es lieber bequem haben. Genau, raus aus dem Mimimimi. Und da kann ich jetzt gerade schon mal die Brücke schlagen zum Jahr 2024. Nee, 23, ich bin schon im nächsten Jahr. Zu meinem 23, ja, zu meinem Jahr. Ich stelle fest, nach diesem Jahr, ich konnte schon noch nie so richtig gut mit Menschen, die in der Opferhaltung sind. Dieses Jahr habe ich es komplett hinter mir gelassen. Es geht nicht. Ich kann nicht mit Menschen arbeiten, die ständig jammern. Und wenn ihr euch draußen am Markt umschaut, seht ihr viele, die gerade jammern, dass alles so teuer wird, dass es so viele Reglementierungen durch die Regierung gibt, dass es schwierig wird, seine Dinge zu verkaufen. Und für mich, ihr wisst es, ich habe es in der Einladung geschrieben, wir haben dieses Jahr 1,3 Millionen Euro Umsatz gemacht mit unserem Business. Und davon ist ein Viertel Business Coaching gewesen. Ein Viertel. Ich habe mit drei Vierteln meine Heilmagie-Ausbildung und mit den Retreats oder mit dem Money-Kurs, also mit der Heilmagie, den meisten Umsatz gemacht. Und wenn da draußen irgendein Heiler, irgendein Therapeut oder ein energetischer Coach jammert, dass er zu wenig Kunden hat, weil Menschen gerade ihr Geld zurückhalten, ist das eine Lüge. Also es kann sein, dass er sich die Geschichte erzählt, aber der Grund ist nicht, dass die Menschen ihr Geld zurückhalten und weniger ausgeben. Wenn du das glaubst und wenn du dorthin gehst immer wieder und du nimmst das für bare Münze, was glaubst du, was passiert? Was stellt sich ein? Wenn du dem Feld glaubst und im Inner Healer zum Beispiel lernt man bei uns, was kommt aus dem Feld und was ist wirklich deine Wahrheit? Also das, ne, die Eingebung, die Geschichten, die man bekommt beim Channeling auch. Wir können das überprüfen. Was kommt aus dem Ego? Was kommt aus dem Higher Self und was kommt aus dem kollektiven Feld? Da ist viel Mangel, ja, den nehme ich auch wahr. Aber was mache ich anders? Was mache ich anders?
und habe deshalb auch meine hohe Frequenz, die ich bis zum Jahresende halten kann. Was mache ich? Ich gehe nicht rein in die Geschichte. Ich nehme das wahr. Ich nehme das wahr wie so eine Wolke, die über uns hängt, und ich schiebe die Wolke weg und mache mein Ding. So einfach. Ist wirklich so. Und ich mache das, was mir Spaß macht. Ich mache das mit meinen Frauen und Männern im Team. Ich arbeite jetzt auch mit mehr Männern zusammen. Drei, wenn ich ehrlich bin. Ja? Mit drei Männern haben wir mit im Team. So cool. Und wir geben da keinen Stoff rein. Genau, ich beobachte, ohne das zu werten. Denke mir interessant, was, wie der Markt sich gerade verändert. Und ihr Lieben, wenn ihr euch für die Business School entschieden habt, seid ihr ziemlich clever, weil da werde ich euch beibringen, wie man jetzt Marketing macht, wenn gerade alles im Außen droht zusammenzubrechen und keiner mehr richtig weiß, wem er vertrauen soll und wem er, welchen Wolf er füttern soll. In der Business School wisst ihr, Anfang Januar, wann geht's los? Am 6. Ich muss mein Hirn mal wieder zusammenstecken. Ich bin so völlig raus aus meinem Business die letzten Tage. Deshalb merkt ihr auch, ich rede ein bisschen langsamer. Am 6. geht's los, wo wir das Marketing der neuen Zeit durchgehen und richtig tolle Produkte entwickeln, die der Markt jetzt braucht. Nicht dieses Jahr, sondern in 2024 werden ganz andere Produkte gefragt sein als dieses Jahr. Freut ihr euch? Freut ihr euch schon? Ja! Ich mich auch. Ich mich auch. Ich mich auch. Schaut, und ich werde da die Business School vorbereiten, gleich nach Weihnachten. Und ich habe mir gedacht, oh, ich mag jetzt hier noch ein bisschen meine Kur verlängern, weil es mir so gut tut. Nicht, weil ich sie brauche, sondern weil es mir so gut tut und weil ich hier so kreative Ideen schöpfe. Und ich habe hier meine Ruhe, wenn ich nicht in meinem Haus bin und mich um alles Mögliche kümmern muss. Und werde schon mal diese ganzen Ideen aufschreiben für euch. Und mein Team übernimmt meine Kunden. Wie cool ist das denn? Yay, Corinna, five. Yes, sie hat heute auch die Business School gebucht. Wer noch nicht dabei ist, Leute, ihr könnt sie noch buchen. Aber das sage ich nur euch, die hier immer regelmäßig zum Mittwochs live kommen. Das kriegen jetzt die Leute in der Facebook-Gruppe auch nicht mit. Nur die, die hier in der Mittwochs live sind. Antje, bist du mal so lieb und packst noch mal den Link rein, wo man es buchen kann, wenn ihr es noch nicht gebucht habt? Es ist ein kleiner Obolus von 997, aber wenn du diese Regeln, die ich da vermittle in diesen 3 Wochen, wenn du die beherrschst, dann kannst du immer wieder auf diese Art und Weise ein neues Produkt rausbringen. Immer wieder ein neues Produkt entwickeln und dafür ganz einfaches, organisches Marketing machen. Organisches Marketing, Learning 2023. Im Jahr 2022 und die Jahre davor habe ich immer nur auf organisches Marketing gesetzt und habe wenig in Facebook-Werbung investiert. Wenig. Ich dachte immer, die Leute sollen auch so zu mir finden, wenn ich coole Posts schreibe oder hier mein Mittwochs-Live machen und dann bei uns buchen. Eins meiner wichtigsten Learning dieses Jahr ist, wenn ich viel mehr investiere, wenn ich viel mehr investiere in Facebook-Ads und auf Instagram und auch, wir haben 3 Leute im Marketing-Team. Eigentlich sind wir jetzt 4, weil ich habe extra einen Videografen jetzt noch hier auf Teneriffa. Einen festen Videografen, der mit mir Videos macht. Kann ich dir auch empfehlen, wenn du ein bisschen mehr investieren möchtest. Wir haben viel mehr dieses Jahr in Marketing investiert. 30.000 Euro in eine Facebook-Kampagne, um den Heilmagie-Intensivkurs voll zu bekommen, aber auch meine Workshop-Reihen, die Energetic Business Days oder die Energetic Healing Days. Und dadurch, dass ich zwischen 20, ich
glaube, im Frühjahr habe ich mich noch nur getraut, 14.000 Euro zu investieren. Im Sommer dann schon 20.000 und jetzt für den Heilmagie-Intensivkurs 30.000 Euro. Mit einer sehr cleveren Facebook-Ad-Strategie, die lernt man bei uns in Launch Successful Leaders. Und deshalb habe ich die Bude voll mit ta über 1000 Teilnehmern in kostenfreien Challenges oder eben 650 im Heilmagie-Intensivkurs. Ganz wichtig, wenn du von der Sechsstelligkeit, also wenn du 300.000, 500.000 oder 800.000 Euro im Jahr verdienst und du möchtest die Millionen erreichen, ist es unheimlich wichtig, dass du mutig investierst. In Team, in Automation und in Werbung. Ansonsten ist dieses schnelle Wachstum nicht möglich. Du kannst es mit organischem Marketing, schaffst du es vielleicht bis 500.000, wenn du richtig, richtig gut Copywriting beherrschst. Aber wenn du wachsen möchtest von sechsstellig auf siebenstellig, brauchst du A, richtig gute Produkte. Du brauchst eine richtig tolle Offer-Suite, eine verschiedene Angebote, die ineinander greifen und die skalierbar sind. Ganz wichtig. Darüber sprechen wir in der Business School. Und dann solltest du auch einen Marketingweg einschlagen, der sehr schnell eine große Reichweite mit sich bringt. Und das sind Reels, Videos. Du wirst über Texte auch in dem nächsten Jahr nicht mehr viel reißen. Die Leute wollen Videos sehen. Kennt ihr das? Die Aufmerksamkeitsspanne von den Menschen ist ziemlich runtergegangen, seitdem es diese Shorts und Reels gibt. Macht ihr auch die Erfahrung? Dann schreibt mal eine Eins rein. Die Leute lesen keine langen Texte mehr und du vielleicht auch nicht. Und die Kunst ist es, deine Personal Brand aufzubauen, also dass man dich erkennt, dass du Sympathie erzeugst, dass du die Leute aufwärmst für dich, sie dann auch anfütterst. Das sind drei verschiedene Marketingwege. Erstmal deine Brand, deine Botschaft. Worum geht es hier? Dein Content. Also welche Inhalte vermittelst du, dass man dich sofort versteht, wenn du eine klare Positionierung hast, ganz wichtig. Und dann, dass du sie auch wirklich abholst. Und da scheitern schon die meisten. Die Leute wirklich bei ihrem Thema abzuholen, dass sie auch verstehen, dass du dort nicht nur deinen Namen tanzt, ich bin Andrea Rand vom Strand und ich tanze hier auf La Palma, sondern was ist das, was du den Menschen zu geben hast? Und die Form, wie ich zum Beispiel dieses Jahr meine Reels gemacht habe, waren ganz viel am Anfang erstmal nur auf Sympathie zu gehen und schon auch auf Inhalte, aber nur ganz kurze Happen und dann ein bisschen mehr zu vertiefen und bestimmte Themen anzuteasern, damit ihr dann zu mir ins Mittwochs-Live kommt und hier bekommt ihr richtige Teachings. Sogar kostenfrei. Stellt euch das mal vor. Also ihr bekommt hier richtige, ne? Könnt ihr das bestätigen, dass ihr auch deshalb hier seid und das Mittwochs-Live abonniert habt, weil ihr sehr viel Wissen bekommt. Aber angezogen habe ich euch über die Reels. Könnt ihr euch erinnern? Über die Reels. Du hast irgendwann mal ein Video von mir gesehen oder mal ein Foto oder mal etwas in der Story von mir gesehen. Und dann gehe ich mehr in die Tiefe. Und ich zwinge immer noch niemanden im Mittwochs-Live etwas zu kaufen. Ich lasse total frei und gebe Erlaubnis. Ich pitch nicht jede Woche, mache ich nicht. Sondern ihr sollt euch hier wohlfühlen, ihr sollt was mitnehmen, ihr sollt was lernen, ihr könnt es gerne weitersagen, ihr könnt Freunde mitbringen. Und klar, lasse ich immer wieder meine Angebote einfließen, so wie ich es gerade eben gemacht habe, aber nicht marktschreierisch, sondern ich habe gerade gesagt, naja, wenn du davon mehr wissen möchtest, da gibt es die Business School im Januar. Am 6. geht's los, oder? Und
Ich lasse es so an der Seite mit einfließen. Trotzdem bist du immer noch hier, weil ich dich teache. Das ist jetzt meine Art des Marketings. Das ist die, die funktioniert. Und was auch immer noch richtig gut funktioniert, ist, euch mal eine Woche lang in einem Workshop zu haben und zu einem Thema richtig in die Tiefe zu gehen und auch die Heilmagie-Werkzeuge vorzustellen. In Form dieser Business Days oder des Intensivkurses, ob das jetzt bezahlt ist oder kostenfrei. Und was ich mache, das könnt ihr euch jetzt schon merken für nächstes Jahr. Ich werde weniger, wahrscheinlich gar keine kostenfreien Workshops mehr geben, eine ganze Woche lang, aber dafür den bezahlten Intensivkurs immer noch mal vielleicht zu verschiedenen Themen für einen kleinen Beitrag. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Und das, ihr könnt ja mal reinschreiben, wie es euch ging im Intensivkurs. Ich finde, wenn Menschen etwas dafür gezahlt haben, sind sie viel, viel motivierter. Und was haben wir für eine krasse Energie aufgebaut in diesem Kurs dieses Jahr? Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Vor allen Dingen, was ihr alles gelernt und umgesetzt habt. Ich habe heute wieder erst gehört von einer Frau, die im Intensivkurs war, dass sie eigentlich wollte sie eigentlich ist sie schon in Rente und wollte gerne noch ein Business starten und in die Business School kommen. Jetzt hat sie aber in dem Intensivkurs so viel ihr Money Mindset gedreht und ihre Haltung, dass sie einen tollen Job angeboten hat, der ihr Traumjob ist. Und jetzt ist sie in diesem Job drin und sagt, das habe ich dir zu verdanken, Andrea. Also sie hat es ausrichten lassen über die Mentorin. Und das, also ich habe mich so gefreut heute, als ich das gehört habe. Wie schön ist das denn? Wie schön ist das denn? Und überlegt mal, eine Investition von 99 Euro. Vielleicht hat sie sogar für 47 gebucht, als sie Frühbucherpreis in Anspruch genommen hatte. Wie cool ist das? Ja, und davon möchte ich mehr machen. Und ich möchte dich dazu einladen, auch davon mehr zu machen. Ja? Lass mich mal das Jahr von hinten aufrollen. Das war ja jetzt gerade im November, oder? Ihr könnt euch da noch gut dran erinnern. Und wisst ihr, was auch das Schönste war für mich im November? Mein Mentorenteam stand. Und das habe ich so richtig gespürt. Das war so eine Freude. Und ihr habt das sicherlich auch gespürt. Mein Mentorenteam ist ja ganz neu. Das habe ich innerhalb eines Jahres jetzt. Letztes Jahr im November habe ich damit begonnen, ehemalige Kunden zu fragen, ob sie Lust haben, bei mir mitzuarbeiten. Und da hatten wir schon rasend viel Spaß. Die Annette, die Antje, die Rada und noch ein paar andere, die Christina Schlömer und die Marie. Und wir haben da schon angefangen und es war ein rechtes Abenteuer. Im März haben wir dann das erste Mal bei einem Launch über 300.000 Euro Umsatz gemacht zusammen. Und da hab ich noch mehr Leute einfach so ins kalte Wasser geschmissen. Und das war eine richtig, richtig coole Erfahrung. So eine coole Erfahrung, weil wir hatten so einen Spaß. Wir hatten so einen Spaß. Ich weiß, ich bin nicht immer eine angenehme Chefin, weil ich krasse, weil ich wirklich sehr viele Ideen habe, sehr schnell bin, eine unglaubliche Geschwindigkeit an den Tag lege. Und mein Learning dieses Jahr war, zu warten, dass alle mitkommen. Ja, dass wirklich alle hinterherkommen und dass ich manches auch geduldig mehrmals erklären darf, bis es Klick gemacht hat. Weil ich kann ja nicht davon ausgehen, dass jemand, der ein ganz anderes Business hat, sofort in meinen Schuhen gehen kann. Und im November habe ich dann gemerkt, diese Geduld, diese Energie und diese Zeit, das hat sich so gelohnt. Das war so wichtig, weil jetzt sind wir ein Dream Team, kann ich wirklich sagen. Egal, ob das im Marketing ist, ob das das Mentorenteam ist oder ob das meine Co-Coaches sind, die auch meine Leute ausbilden, ist einfach ein Traum. Danke, Martina. Danke. So lieb. Und
Wisst ihr, und gerade jetzt, wenn ich hier noch auf Kur bin, ich habe die Birgit gefragt, unsere Copywriting Queen, ob sie am Freitag einspringen kann und kann unseren Kunden in der Business Creation Masterclass nochmal mehr das Copywriting nahe bringen, weil das jetzt sowieso der nächste Schritt ist und ich kann mich dafür nochmal hier, kann mich nochmal in die Berge begeben und noch ein bisschen mehr mich bewegen, weil ich hatte so viele Termine hier in diesem Hotel, dass ich kaum was von der Umgebung gesehen habe. Und habe gesagt, klar mache ich das, übernehme ich gerne. Ich liebe es, für dich zu arbeiten. Oh, das ist so schön. Das ist so schön. Und Birgit ist auch eine Ex-Kundin. Birgit war vor 2 Jahren, also schon in einigen Kursen bei mir früher, in Online-Kursen, aber auch im Retreat schon zweimal, zusammen mit der Antje und zusammen mit Tiziana. Und es ist einfach schön. Ist einfach schön. Und dass das so, Birgit ist ein Schatz, ne? Ja. In Launch Success for Leaders könnt ihr sie auch kennenlernen. Ich bin schon wieder gerührt. War klar. Heulsuse. Ich finde es so schön. Und jetzt sage ich euch was ganz Ehrliches, dass ich meinem Herzen gefolgt bin und habe mein Team so aufgestellt, wie ich es wollte und nicht, wie es mir Coaches empfohlen haben. Und ich kann dich nur ermutigen, wieder ein Learning aus diesem Jahr, absolut zu 100% deinem Wissen zu folgen, deiner Intuition zu folgen und lass dir von Beratern, von Unternehmensberatern, die nicht energetisch arbeiten, kein Schmann aufdrängen, wenn du etwas anderes fühlst. Das war eine ganz wichtige Erfahrung für mich, ne? Ich habe ein super teures Coaching gebucht dieses Jahr. Zwei sogar. Zwei Anfang des Jahres, das war der absolute Flop. Junge Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von Coaching. Sie haben ein Coaching verkauft, aber nicht gecoacht. Und das habe ich innerhalb von 6 Wochen wieder beendet. Und dann habe ich nochmal ein Coaching gebucht von einer Frau, von der ich weiß, sie hat einen sehr guten Ruf am Markt. Aber das war nicht das Richtige für mich. Diese Frau mag sehr gut sein in gewissen Bereichen, aber es hat nicht zu mir gepasst. Und ich mache mich nicht falsch für diese Entscheidung, sondern das waren ganz, ganz, ganz wichtige, auch geführte Wege. Ich bin da meinem Impuls gefolgt und mein Herz hat gesagt, ja, mach das. Mit ein bisschen Bauchkrummeln beim ersten, da hätte ich mir auf meine Stimme hören dürfen. Beim zweiten war ich noch in diesem, ich will es dieses Jahr wissen, ich will dieses Jahr die Millionen erreichen. Ich will es mir beweisen, dass ich es auch kann. Dadurch geführt, ist natürlich auch ein Ego-Thema. Aber ich bin jetzt total gelassen damit und so entspannt, weil ich dadurch so viel gelernt habe, wofür ich stehe. Und wofür ich gehe und dass es um Werte geht im Business, um Menschlichkeit, um Wertschätzung gegenüber deinen Mitarbeitern und nicht um schneller, höher, weiter. Wie erreichen wir jetzt den Umsatz? Salalala, auf Teufel komm raus. Denn viel wichtiger ist doch, dass wir im Kunden etwas bewegen, dass der seine Durchbrüche hat, dass der Kunde seine Ergebnisse erreicht, die er sich vorgenommen hat, die wir ihm nicht versprechen, aber die Ziele, die er sich selber setzt, dass er die wirklich erreicht. Und das kannst du nur, wenn du mit einem entspannten Team zusammenarbeitest, die phänomenal coachen, die phänomenal gut begleiten können und die natürlich auch von mir ausgebildet sind, so wie ich arbeite. Weil was anderes macht ja gar keinen Sinn, ne? Und das wurde mir zum Teil ausgeredet und da wäre ich zu perfektionistisch. Ich bin überhaupt nicht perfektionistisch, im Gegenteil. Ich bin eher so Trial and Error. Ich habe eine Idee, probiere das aus
falle auf die Nase oder denke mir, oh, das können wir besser machen, das machen wir anders. Also ich schmeiß gerne meine Leute. Antje, wie ging es dir damals? Wie war das, als ich dich ins kalte Wasser geschmissen habe? Vielleicht ist da noch jemand anderes da von meinem Mentorenteam. Ich schmeiß unglaublich gern meine Leute ins kalte Wasser und sag so, probier mal, ich traue dir das zu. Ich traue dir das zu, ich glaube an dich, du kannst das. Und die machen fantastische Erfahrungen dabei. Und ich will das nicht anders haben. Ich will das nicht vorher schon durchdacht haben, warum, wieso, weshalb ich an welcher Position welche Persönlichkeit haben will mit dem und dem Human Design Profil. Ja, wir schauen auch auf das Human Design Profil bei Mitarbeitern. Aber das sagt noch lange nicht aus, wie ist der Mensch konditioniert, was hat er für eine Ausbildung, wie wissbegierig ist er denn, Neues zu lernen und neue Erfahrungen zu machen. Also voll das Abenteuer. Aber mit deiner Ermächtigung geht so viel und auch wir sind Menschen und dürfen Fehler machen, um es dann besser zu machen. Genau. Und ich weiß, ich war da am Anfang auch, also wirklich tot, radikale Ehrlichkeit hier, ich war am Anfang sehr streng. Aus und dahinter hinter dieser Strenge, Control Freak, stand auch eine Angst, oh, hoffentlich machen sie es so auch so, wie ich es normalerweise mache oder wie es meine frühere Assistentin Juliane immer gemacht hat. Hoffentlich können die das dann auch so. Und dann habe ich immer sehr kontrolliert und war dann auch mal etwas strenger. Und ich merke aber, wenn ich da total loslasse und 100% in der Erlaubnis bin, das ist so schön zu sehen, dann kann jede Mentorin auf ihre Art ihren eigenen Stiefel entwickeln, wie sie jemanden begleitet und trotzdem bleibt sie unseren Werten treu, heilt mit den Heilmagie-Werkzeugen auf dem Weg auch im Business und wendet sie auf ihre Art an. Denn es ist ja auch das, was wir unseren Kunden vermitteln, dass man mit der Heilmagie seine eigenen Fähigkeiten und die Methodik, die man schon mitbringt, mischen kann und dann eben immer dem eigenen Wissen folgt, immer der eigenen Eingebung, was ist jetzt zu tun, was ist jetzt der nächste Schritt, was ist jetzt dran und dafür zu gehen, da rein zu vertrauen. Und das ist etwas, Leute, das ist eine Qualität, die brauchst du nächstes Jahr, die brauchst du so sehr, wir werden immer mehr Herausforderungen bekommen, aber sowas von. Und wenn du dann gelernt hast, auf deine Intuition zu hören, auf dein hohes Selbst zu hören und nach dem hohen Selbst dein Business auszurichten, auch nach den Zyklen, nach deinem körperlichen Zyklus, nach deinem Rhythmus, dein Business auch anpasst, das ist ein ganz wichtiges Learning dieses Jahr auch von mir, immer zu schauen, wann brauchst du deine Ruhezeiten? Wann solltest du wieder rausgehen und präsentieren? Wann solltest du live gehen und wann ziehst du dich wieder in die Natur zurück? Das ist das, was ich gerade mache. Das bringt eine Power hoch, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich habe das schon die letzten Jahre praktiziert, aber dieses Jahr ist das mein Nonplusultra. Also das ist für mich essentiell. Und meiner Intuition ordne ich dann meine Strategie unter. Also immer kommt erst der Impuls und dann setze ich es strategisch um. Deshalb komme ich auch mit einem reinen Strategieberater nicht klar. Wenn jemand nur rational Pläne macht, und ich spüre aber, die Energie entwickelt sich ganz woanders hin. Die Energie in die Freude ist ganz woanders. Dann nützt die Strategie gar nichts. Es ist aber clever, strategische Schritte zu kennen und verschiedenste Strategien ausprobiert zu haben, um zu wissen, ah, wenn der Impuls kommt, dann nehme ich das. Und wenn das kommt, wenn der Kunde oder der potenzielle Kunde das sagt, dann sollte ich ihm das anbieten. Und wenn du da gut vorbereitet hast und hast eine schöne Offer-Suite, ein Kleinpreisprodukt, ein Mittelpreisprodukt, ein höherpreisiges Produkt und vielleicht auch noch ein Goodie obendrauf, keine Ahnung, ein Geschenk,
um deine Kunden, die dich stark weiterzuempfehlen, auch zu belohnen, dann fährst du richtig gut damit. Wer fühlt sich jetzt noch wohler hier in diesem Raum, nachdem ich das gesagt habe? Sehr cool. Also es ist ganz wichtig für mich, und das lerne ich von der Natur. Wenn ich wandern gehe, dann laufe ich nicht nur doof durch die Landschaft, sondern ich schaue mir so viel ab von den Tieren, wie sich die Vögel am Himmel bewegen, was für Pflanzen wo wachsen, welche Pflanze steht im Schatten des anderen und der anderen Pflanze, was gibt es wo für Steine, welche Klimazonen hier auf der Insel, auch auf La Palma ist ganz ähnlich, also Teneriffa ist ganz ähnlich wie La Palma. Und davon leite ich ständig Wissen ab, die ich ins Business übertrage. Das ist ein komplett anderer Ansatz, als es ganz viele Business Coaches da draußen leben. Und es macht mir immer mehr Spaß, auf diese natürliche Art und Weise auch die kosmischen Gesetze zu beobachten und anzuwenden. Und die Zyklen jetzt auch noch mehr auch in unsere Programme reinzubringen. Wir machen das gerade, also wir haben jetzt gerade bei der Business Creation Masterclass begonnen, dass wir die Gruppenarbeit und die Einzelarbeit zu Hause, das Mentoring mit der Mentorin, aber auch die kreative Gruppenarbeit in der Gruppe, den Zyklen nachgestalten, immer je nachdem, wo ist die Gruppe gerade, was braucht sie jetzt gerade und dann passen wir das wieder an, was sie jetzt bekommen. Dadurch wird es total individuell und wir können zu Beginn des Programms gar nicht sagen, wann wir was bearbeiten, aber inhaltlich sage ich natürlich, das ist drin, das wirst du bekommen und das gehen wir durch. Aber wann und in welcher Form, das entwickeln wir mit dem Kunden und das in jedem Produkt für sich. Ist das cool? Haben wir auch dieses Jahr neu eingeführt und entdeckt und das macht mich so glücklich, weil ich MG bin, ja, weil ich die 6-2-Linie habe und ich brauche dieses ständig im kreativen Flow sein. Wem geht es auch so von euch? Wem geht es auch so? Es kann auch mal passieren, dass dann mein Produkt schnell einen anderen Namen hat oder andere Module, dass es noch mehr in die Tiefe geht oder da streifen wir nur etwas, was eigentlich in die Tiefe gehen sollte. Aber ich gucke immer, was braucht ihr wirklich, wirklich? Und ja, wisst ihr, viele Unternehmer, die unzufrieden geworden sind, und du kannst gerne mal reinschreiben, bist du momentan zufrieden, so wie dein Business läuft? Oder geht da noch viel mehr? Dann schreib mehr rein. Bist du gerade fein, so wie dieses Jahr war? Dann schreib es gerne rein. Fein oder mehr? Genau. Viele wollen mehr, 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 mehr. Mehr, mehr, mehr. Spannend. Jetzt muss ich anknüpfen an meinen Satz, der ist gerade um die Ecke rum. Wenn, geht noch mehr. Könnte besser sein. Du, hoffentlich nimmst du auch noch einiges mit, auch wenn du kein Business hast. Im Job oder im Leben brauchst du diese Zyklen auch, immer zu wissen, wann drehst du richtig auf, wann ziehst du dich zurück. Mein Faden ist weg. Ich bin wirklich viel zu entspannt. Merkst du das? So lustig. Das ist so schön. Wo waren wir? Kann mir jemand helfen? Ist alles gut. Es kommt gleich wieder. Ich trinke mal einen Schluck. Ein wenig Weihnachtsstimmung, genau. Ach, jetzt habe ich es wieder. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer, Selbstständiger,
Die glauben, dass sie einen großen Sprung machen wollen in ihrem Business, glauben, dass dafür notwendig ist, das Alte über Bord zu werfen. Oder wenn jetzt gerade ein bestimmtes Produkt nicht mehr so richtig läuft, dass sie es komplett platt machen sollten und gänzlich was Neues. Wem von euch geht es so? Schreibt mal eine Eins rein. Dass du das Gefühl hast, du brauchst komplett was Neues. Dann schreib eine Eins rein. Wenn nicht, dann eine Zwei. Weil du merkst, du probierst das schon so lange, aber es funzt nicht. Ein Fehler ist, also gibt hier kein richtig und kein falsch, aber was ich beobachte, ist, dass manche Leute viel zu früh aufgeben und nicht daran denken, dass sie ihr Produkt auch modifizieren können, dass sie das optimieren können und dem Ganzen eine Revision verpassen. Meine Business Creation Masterclass, die wollte ich dieses Jahr auch mal kurz einstampfen, weil ich keinen richtigen Spaß mehr dran hatte. Und dann kamen mir ein paar Ideen, wie wir es anders gestalten, zum Beispiel, dass wir die Birgit mit dazu nehmen, dass wir noch mehr das Copywriting vertiefen, dass wir mehr nach den Zyklen gehen, dass wir mehr eine kreative Atmosphäre schaffen, indem wir zusammen Texte erarbeiten, Landingpages erarbeiten, die Produkte gemeinsam in einer Werkstatt kreieren, auch wieder kunsttherapeutisch arbeiten und vor allem habe ich mich mehr eingebracht. Und also ich habe mich eingebracht an den Stellen, die mir Spaß machen und andere Sachen, die jetzt zum Beispiel Birgit noch mit mehr Liebe und noch mit mehr Geduld erklären kann als ich, weil ihr wisst ja, ich bin kein geduldiger Mensch. Da jetzt an dieser Position, wenn ich jetzt gerade hier in der Kur bin, kann die Birgit gerade richtig aufdrehen, weil die Gruppe ist gerade an dem Punkt, dass sie Copywriting jetzt lernt für ihre Produkte. Und das ist ein Traum. So macht es mir wieder richtig Spaß. Und was ist passiert? Dadurch, dass es mir total Freude macht und wir wieder eine hohe Energie in dieser Gruppe haben, wurde es auch viel mehr nachgefragt. Und die Kunden haben viel mehr davon. Die Kunden haben viel mehr davon. Die haben ganz viel bessere Ergebnisse und kommen voran, sind committed und motiviert und setzen um. Und das Gleiche machen wir auch mit Launch Success for Leaders. Das geht genauso kreativ weiter. Wer dann von euch Lust hat, nach der Business School auch in Launch Success for Leaders reinzuhüpfen, der ist herzlich willkommen, weil da arbeiten wir dann wieder mit jedem eins zu eins auch genau an seinen Texten und schauen uns die an. Und da lernt man, wie man launcht auf meine Art. Eben mit einem Minikurs, der vielleicht ein bisschen was kostet oder ein kostenfreier Workshop, vielleicht nur ein Webinar, das richtig ein reindonnert wie eine Granate. Und mit dem Webinar kannst du sehr gut verkaufen, vielleicht ein Evergreen Funnel aufbauen. Das heißt, hältst es einmal live und bist richtig, richtig gut darin. Und wenn das Webinar richtig gut war, kannst du darauf ein Funnel bauen, dass dann kontinuierlich immer Kunden erstmal dieses Webinar sehen, diesen Workshop und kommen dann zu dir ins Gespräch und buchen ein größeres Produkt. Also sowas machen wir in Launch Success for Leaders in dem Programm ab Februar. Und darauf habe ich total Bock. Merkt ihr das? Ich habe so Bock, wieder mit euch neue Dinge zu kreieren. Und das macht mich total glücklich. Und ich kann dir nur empfehlen, wenn du etwas hast, was dir früher Spaß gemacht hat und jetzt gerade nicht mehr, dann beleuchte das bitte und frag, ob es dir noch was kreiert. Leg mal deine Hand aufs Herz und spür mal. Das Produkt und ich, wir beide, Wahrheit, kreieren wir noch gemeinsam etwas, was eine Zukunft mit sich bringt, die für dich funktioniert. Spür mal, wird es leicht oder wird es schwer? Schreibt es mal rein, es interessiert mich, wie es euch damit geht. Kreiert noch was? Cool. Leicht. Also wenn du leicht spürst, dass ein Raum aufgeht,
dann solltest du es weiter verfolgen, aber modifizieren. Es beruhigt und es wird warm, ist doch auch schön. Und guck, Hans-Jürgen, bei dir, wenn du gähnst dabei, dann löst sich gerade ein Knoten. Sehr cool. Und jetzt kannst du fragen, was kann ich meinem Produkt hinzufügen oder was kann ich weglassen, dass es mir wieder maximale Freude bringt und ganz viele Kunden. Die richtigen Kunden. Und du wirst eine Antwort bekommen und die schreibst du dann auf. Antje hat die Frage nochmal reingeschrieben. Was kann ich meinem Produkt hinzufügen oder weglassen, dass es mir wieder Freude und die richtigen Kunden bringt? Danke. Genau. Lass mich mal gucken, was war denn im Sommer los? Im Sommer? Im Sommer. Wir gehen den Weg rückwärts. Im Sommer, da war ich gerade dabei, mich eben zu trauen, richtig zu investieren in Facebook-Ads und Instagram. Und ich habe mich getraut, meiner Mentorin zu sagen, dass es nicht funktioniert, was wir hier machen. Nachdem ich alles umgesetzt habe, was sie mir empfohlen hat, und das gab ziemlich Reibung. Ziemlich Reibung im Team und mir ging die Lust aus. Mir ging total die Lust aus. Ich erzähle es ja gerade von hinten, ne? Und sobald ich dieses Mentoring beendet hatte, habe ich gesprüht vor Energie und war happy und hatte die tollsten Ideen und mein Team hat es gemerkt und hat aufgeatmet. Das war im Sommer. Im Frühjahr, wie gesagt, dieser verrückte Launch mit 300, über 300.000 und so tolle Kunden, so tolle Kunden. Und zu dem Zeitpunkt hätte ich einfach auf meine innere Stimme weiterhin hören dürfen und mir vertrauen, also mir selber, an mich selber glauben, dass ich eigentlich weiß, was uns allen im Team richtig Freude macht und das weiter verfolgen. Und das ist zum Beispiel jetzt eine Schlussfolgerung, die ich ziehe. Ich werde das nächstes Jahr ganz genauso wieder halten, dass ich meine Intuition an die erste Stelle stelle. Und dass wir viel ausprobieren. Ich werde wieder viel mehr experimentieren mit Angeboten. Da könnt ihr gespannt sein. Es wird, mir sind ja hier schon wieder drei neue Angebote eingefallen. Ein Luxusretreat, vielleicht sogar hier an dem Ort, weil der so krass magisch ist. Ein Luxusretreat, wo es darum geht, das Business zu beleuchten, wenn auch jemand wie ich, also der an der gleichen Stelle steht wie ich vor einem halben Jahr und der gerne von sechsstellig auf siebenstellig wachsen möchte, ist herzlich willkommen. Oder auch du bist sechsstellig und möchtest einfach entspannter dein Business führen. Dafür gibt es ein Retreat nächstes Jahr. Lasst mich mal channeln mit euch gemeinsam, wann das sein soll. Im Mai. Aha, im Mai. Okay, im Mai. Gut, werde ich mal die Rezeption fragen. Im Mai. Und genau, und dann gibt es wahrscheinlich noch eine Jahresmastermind. Oh mein Gott, ich habe es gesagt. Es gibt eine Mastermind. Mastermind heißt eine kleine Gruppe von Frauen und Männern, die das gleiche Ziel haben wie in dem Retreat. Ich könnte mir vorstellen, dass in die Mastermind das Retreat auch mit inkludiert wird. Und wir treffen uns alle 14 Tage ganz intensiv auf einen Workshop und arbeiten an allen Business-Themen, die du hast. Ich begleite als eine kleine Gruppe von maximal 10 Personen übers ganze Jahr. Aber in dieser zyklischen, kreativen Art und Weise. Und wenn ihr Hilfe braucht durch unser Team, egal ob das Technik ist oder Social Media, Marketing, Facebook-Ads schalten, dann bekommt ihr die. Genau, das ist so eine Idee, die werfe ich jetzt mal rein. Die ist noch nicht ganz ausgereift, es gibt auch noch keine Landingpage.
Aber das sprudelte gerade und ich habe mich immer gewehrt, eine Jahresmastermind rauszubringen. Könnte sein, dass die nach Launch Success for Leaders startet oder vielleicht schon eher. Ich glaube, nach Launch Success for Leaders mache ich das. Also, das kann noch ein bisschen warten. Merkt ihr was? Ich bin so gelassen. Ich muss nicht alles jetzt schon wieder umsetzen und mir beweisen, dass ich alles jonglieren kann. Und das empfehle ich dir auch. Schau auf dich, dass du wirklich auf deinen Körper hörst. Schau auf dich, dass du genügend Zeit hast für deine Familie, für deine Lieben, für deine Hobbys und nicht nur am Schreibtisch sitzt und nicht nur mit Kunden bist. Das ist so wichtig. Du brauchst das, um inspiriert und motiviert zu bleiben. Und was ich auch empfehle, und ich mache das selber auch, ich lege jetzt schon zwischen den Jahren fest, wann ich nächstes Jahr meine Auszeiten nehme. Ich weiß jetzt schon, dass ich im August noch mal so eine Kur mache. Vielleicht auf Madeira oder noch mal hier, mal gucken. Und im Dezember noch mal. Also, dass ich mir halbjährlich, ich nehme mir halbjährlich meine Auszeiten von mindestens 14 Tagen. Im Sommer ist es bei uns knalleheiß, da kannst du eigentlich nur unten am Meer sein. Das Hotel ist hier unten direkt am Meer. Und da bin ich sowieso nicht in der Lage zu arbeiten. Aber ich kann dann auch schnell nach Hause fliegen, falls es mal wieder brennt auf der Insel oder der Vulkan ausbricht und bin nicht so weit weg. Das sind meine Pläne und ich empfehle dir auch mal zu gucken, wann sind so deine Lieblingszeiten, wann du wo sein möchtest und plan die als erstes. Wann möchtest du Urlaub machen mit der Familie? Wann hast du Bock, mal ganz für dich zu sein? Wann ist Freundinnenzeit? Wann plant ihr mal ein gemeinsames Wochenende? Und dann baust du das Business drumherum, deine Events, deine Launches. Wann möchtest du lieber im Hintergrund sein und schreiben, Dinge ausarbeiten, also deine Produkte überarbeiten? Wann gehst du raus und machst Marketing dafür? Wann möchtest du deine Website überarbeiten? Wann ist vielleicht mal wieder ein neues Fotoshooting dran? Das kann man im Vorhinein schon channeln. Also du kannst es channeln. Du kannst aber auch nach deinem Horoskop gehen. Wann dein Horoskop sagt dir, wann du diese Auszeiten und Rückzugszeiten für dich brauchst und wann du ganz präsent auf der Bühne sein solltest und wann du kreative Dinge auch in Kooperationen erarbeiten solltest. Macht das Sinn? Kommt ihr mit? Dann schreibt mir eine Eins rein. Ich glaube, ich mache zur Jahresplanung am 3.1. nochmal ein Live. Das ist ja dann eh in 14 Tagen. Genau, das ist das Mittwochs-Live in 14 Tagen, in 2 Wochen. Habt ihr Lust, dass wir darüber sprechen, dass wir mal meine Art, das Jahr zu planen, sprechen. Und weil das gerade, ne, Neujahr ist gerade frisch vorbei und zu gucken, was ist jetzt wichtig, welche. Und das heißt nicht, dass ich die neuesten Marketing-Trends präsentiere, sondern ich werde mich zwischen den Jahren in den Rauhnächten sehr viel mit meinem Horoskop beschäftigen und kann dann dir auch gerne noch ein paar Tipps geben. Mal gucken, wie wir das machen. Und auch, dass du berücksichtigst, welcher Marketing-Typ du bist, wie du deine Personal Brand aufbauen kannst und was wichtig ist im nächsten Jahr. Genau, das können wir am 3. machen. Genau. Jo. Ich kann nur sagen, wir sind jetzt beim Februar, Januar angelangt, von diesem Jahr, dass ich im Januar mit einer großen Motivation ins neue Jahr gestartet bin. Und ich freue mich wie ein Schnitzel, dass wir unser Ergebnis erreicht haben. Vor allem, wenn ich sehe, wie viele Menschen wir bewegt haben zu mehr Gesundheit,
zu mehr von sich selbst, zu einem gestarteten Business, die vorher noch kein Business hatten, zu einem erfolgreichen Business auf ihre Art. Und das macht mich am meisten glücklich. Das macht mich am meisten glücklich. Und darum sollte es auch immer gehen. Es sollte nicht um die Millionen gehen und um den Umsatz und das Geld, was du verdienst. Klar, als Business Coach spreche ich auch über Geld, aber am meisten, dass du einen Fußabdruck hinterlässt, dass du Einfluss hast, dass du mit dem Geld kannst du auch Einfluss nehmen. Du kannst spenden. Ich habe eine große Spende über meine Stiftung, über die Andrea Rand Stiftung, an ein Krebszentrum gegeben. Dieses Jahr an das 3E-Zentrum im Schwabenländle, die sich mit alternativen Heilmethoden beschäftigen und wo auch eine liebe Kundin sich regeneriert hat nach ihrer Behandlung. Und wir haben auf Weihnachtsgeschenke an Kunden verzichtet, aber stattdessen dahin gespendet. Und ich habe ein Stipendium vergeben an eine Frau, die eine schwerkranke Mama hat, dass sie bei uns das Retreat besuchen kann, um daran teilzunehmen und die Heilmethode zu lernen, meine Art des Heilens, den Energize Your Being Prozess, dass sie ihrer Mama helfen kann, auch wenn meine Behandlung jetzt ausläuft. Genau. Also ich habe auch das, und das ist auch etwas, oh, mir kommen noch lauter tolle Sachen, die ich dieses Jahr erlebt habe. Ich hatte das erste Mal die Möglichkeit, mit sehr kranken Menschen zu arbeiten, dadurch, dass ich mich auch so gezeigt habe in den Medien. Und ich bin meinem Kooperationspartner, dem Marc, sehr, sehr dankbar, dass er mit mir gemeinsam auch schwerkranke Fälle behandelt im Team. Und das ist eine wunderschöne Kooperation geworden. Jetzt dreht es mich gerade schon wieder. Transformation. Und auch noch, und Antje hat es auch mitgeholfen. Also im Team, wenn wir mit jemandem arbeiten, der sehr, sehr krank ist, arbeiten wir immer im Team. Das mache ich nicht nur alleine, sondern da packen wir immer das Expertenwissen von den verschiedensten Teammitgliedern. Wir haben da auch Homöopathie mit drin. Wir haben ätherische Öle mit drin. Also wir haben so viele verschiedene Ebenen, auf denen wir arbeiten, wenn wir energetisch heilen, aber eben auch noch mit anderen alternativen Heilmethoden, die wir dazu nehmen. Und was ich gerade total witzig finde, bin ich gestern mit meinem neuen Videografen, ich hatte gestern Videodrehtag hier im Hotel und an diesem schönen magischen Ort gehabt. Er beschäftigt sich auch gerade ganz stark mit ätherischen Ölen. Mal gucken, was da noch entsteht. Auch, und ich finde den Facettenreichtum in unserem Team finde ich phänomenal. Und davon möchte ich mehr. Und ich möchte dich ermutigen, auch um dich herum, wenn du vorhast, ein größeres Business aufzuziehen und eben nicht klein, klein zu bleiben. Immer nur so, dass es gerade ausreicht, dass du von deinem Umsatz, den du machst, gerade so leben kannst, sondern indem du ein starkes Team aufbaust, kann ich dir nur empfehlen, setz auf die Stärken der anderen und lass sie machen. Lass sie machen. Das, was sie am besten können, dann macht es im Team am meisten Spaß. Es macht am meisten Spaß. Die Antje unterstützt bei uns zum Beispiel immer mit Human Design auch. Auch als Gesundheitsreading, wenn wir jemanden begleiten. Und oh, das ist so, so ein Geschenk, Antje, dich im Team zu haben. Und danke, Jennifer. Ja, Marc und ich, wir sind zwei Granaten. Wenn wir zusammen wirken, das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Das rührt mich. Weil wir schon mal einen Anlauf genommen hatten mit einer Kooperation. Das hat nicht so gut geklappt. Jetzt haben wir nochmal einen Anlauf genommen und oh, wir lieben es, gemeinsam zu arbeiten und zu wirken und erforschen auch ganz viel. Genau. Ihr Lieben, habt ihr eine Frage? Habt ihr eine Frage?
Wie feiert ihr denn Weihnachten, ihr Lieben? Über Weihnachten haben wir noch gar nicht gesprochen. Und wir haben auch gar nicht über die Wintersonnenwende gesprochen, die morgen ist. Wisst ihr, wie ihr die Wintersonnenwende begeht, ihr Lieben? Mit Freunden. Schön. Ich auch. Ich bin hier so verrückt, ne, dass ich mit der Fähre, ich bin mit meinem Auto hier auf Teneriffa. Ich fahre am Heiligabend abends um 17 Uhr zurück. Und um 19:30 Uhr falle ich bei einem lieben Freund ein. Ich habe gesagt, du, ich habe die Fähre am Samstag nicht bekommen, hab ja umbuchen müssen, die war schon voll, weil da die Familien wahrscheinlich zwischen den Inseln sich besuchen, ist die Fähre voll gewesen. Ich kann erst am Heiligabend reisen. Ist es okay, wenn ich dann erst abends vorbeikomme? Ganz spontan. Hast du was vor? Nö, ich habe nichts vor. Na komm, dann lass uns treffen. Das ist mein Heiligabend. Und am ersten Weihnachtsfeiertag werde ich mit Freunden, ganz, ganz lieben Freunden, in der großen Familie italienisch feiern. Da freue ich mich sehr. Bin ich eingeladen. Genau. Mit Eltern, mit Familie. So schön. So schön. Und seid ihr alle zu Hause oder seid ihr weggefahren? Also ich finde es hier im Hotel auch sehr schön. Wir haben auf jeder Ebene einen Weihnachtsbaum stehen, ganz tolle Deko, auch wenn ihr jetzt hier im Hotelzimmer nichts seht. Aber es ist auch schön, dass ich im Hotel ein bisschen Weihnachtsstimmung bekommen habe, mehr als ich zu Hause habe. Und das ist bei 25 Grad immer gar nicht so einfach. Ihr habt wenigstens viel Schnee und da kommt auch diese Weihnachtsstimmung auf. Schön, so schön. In Polen, auch wie schön. Ich habe hier ganz liebe Leute kennengelernt, die auch die Kur machen. Eine Engländerin zum Beispiel. Eine Frau, die Brustkrebs hatte und jetzt gerade in der Regenerationsphase ist. Und wir tauschen uns ganz viel aus. Und was ich sehr, sehr schön finde, ich gehe mit ihr jetzt die nächsten Tage da hoch in die Höhlen, auch wandern und werde ein bisschen mit ihr heilerisch arbeiten. Das hat sie sich gewünscht. Und fürs nächste Jahr, sie hat mich ermutigt, bitte mach das auch alles, was du tust in Englisch. Sie hat gesagt, ich verstehe alles, was du sagst, du bist phänomenal, mach das bitte auch in Englisch. Und ich übe jetzt mit ihr auch zu facilitieren. Und mit ihr in Englisch zu arbeiten, das ist für mich auch nochmal eine neue Nummer. Was mich auch sehr stolz macht, weil zum Anfang des Jahres hätte ich mir das noch nicht so zugetraut. Jetzt schon. Und in Spanisch facilitiere ich auch schon mit ein paar Leuten. Das heißt, dass ich wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, wahrscheinlich im Sommer nächsten Jahres Kurse auch in Englisch gebe. Also Online-Kurse in Englisch gebe und vielleicht auch ein Retreat in Englisch, englischsprachig. Wir werden jetzt international, oh mein Gott, die Akademie sollte ja auch mehrsprachig, dreisprachig werden. Ich glaube, es ist bald soweit. 3E-Zentrum heißt das. Und ich kann das sehr empfehlen. Das 3E-Zentrum. Die drei E's stehen für Energiearbeit, Ernährung und was war das dritte? Also sie machen dort Energiearbeit, die Ernährung wird umgestellt und Antje, hilf mir mal, was ist denn das dritte? Entgiftung, genau. Also man kann dort auch detoxen. Ist ein ganz, 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 ganz toll geführter Laden mit Ärzten, die sich für die neuen Methoden, für die alternativen Heilmethoden einsetzen. Dunkelfeldtherapie ist dabei. Und es kann passieren, dass sie dort auch Energize Your Being irgendwann anbieten. Wir sind da im Gespräch. Genau. Wie cool ist das denn? Was mich auch total stolz macht, Kunden von uns, die den Inner Healer absolviert haben, bringen jetzt Energize Your Being in die Krankenhäuser, in die Altenheime, in die Schulen. Wie schön ist das? So habe ich mir das gewünscht.
So habe ich mir das gewünscht. Und davon möchte ich noch viel, viel mehr sehen in den nächsten Jahren. So. Möchtet ihr noch etwas wissen? Habt ihr eine Frage? Wann sehen wir uns wieder nach Weihnachten? Es kann sein, dass ich zwischen den Jahren mal zu euch in die Facebook-Gruppe live komme. Das kann passieren oder ich komme in den nächsten Tagen noch mal live, wenn ich einen schönen Platz teile. Ansonsten sehen wir uns am 3. wieder im neuen Jahr. Danke für euch, dass ihr so schön zugeschaut habt. Danke für euch, dass ihr uns so treu bleibt, dass ihr hier immer so schön mitmacht, dass ihr auch eure Freunde mit eingeladen habt. Und ich freue mich über jeden, der in die Business School noch reinhüpft. Und wir machen auch einiges finanziell möglich. Also wenn ihr da um uns herumlauft und habt Angst, dass ihr es nicht finanzieren könnt, dann sprecht einfach mit den Mentorinnen. Also wir haben morgen Team-Meeting. Ich glaube, meine Frauen wollen auch zwischen den Jahren ein bisschen Urlaub machen, aber sie haben auch nichts dagegen, wenn sie von euch eine WhatsApp bekommen, wenn ihr schreibt, wir wollen noch dabei sein, bitte bucht mich ein. Das ist kein Problem. Ich wünsche euch so schöne Weihnachten. Nehmt euch ganz viel Zeit für die Familie, für euch, für eure Lieben, für das, was euch Freude macht. Bringt Frieden in die Familie. Gebt euren Angehörigen ganz viel Erlaubnis. Ganz viel Erlaubnis, ganz viel. Ah, Besinnlichkeit auch wünsche ich euch und macht eure Herzen auf, auch wenn es manchmal schwierig ist, aber in diesen Tagen merken wir das alle miteinander. Wir merken das alle miteinander, dass die Welt mal kurz richtig im Frieden ist. Und damit bewirken wir ganz, ganz, ganz viel. Ich freue mich über jeden von euch, euch wieder im neuen Jahr zu sehen. Habt's richtig, richtig schön. Danke für euch. Ich hab euch lieb. Bis bald. Ich muss jetzt zu den anderen Ladies noch ein bisschen feiern, weil morgen reist eine von denen ab. Wir haben da so einen Hexenclub gegründet. Ich freue mich schon. In Englisch. Yay!